Ja, hallihallo Leute, hier ist euer Dennis mit einem ganz, ganz kurzen Bitcoin und Ethereum-Update, wobei das Augenmerk mehr auf Bitcoin liegt. Und zwar habe ich im letzten Video ja hier ein mögliches Bullish Pennant eingezeichnet, was hier in einem großen Ascending Wedge mit drin ist. Und ich sagte, wäre diese Trendlinie gebrochen, wäre das nächste technische Ziel in etwa hier diese, ich sag mal, als 71.000, 72.000 Dollar in etwa. Und ja, er ist jetzt im Moment ausgebrochen, ja. So, natürlich wäre hier ein schöner Einstieg gewesen, direkt, ja. Überhaupt keine Sache. Aber ich habe eine Vermutung. Und es gibt natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Die Leute, wo direkt rein sind, können ja, ein bisschen Glück haben und der zieht jetzt durch bis zum technischen 100%igen Ziel. Wobei man sagen muss, die Ziele werden natürlich nicht immer 100%ig erreicht. Das habe ich auch schon mehrfach in meinen Videos erwähnt. Aber es ist das technische Ziel da oben. Ja? Aber was noch ist, wir haben ab heute neue Weekly CPRs und Pivots. Und wir gehen mal ganz kurz hin und ich zeige euch mal was. Ihr wisst ja, ich liebe diesen Indikator. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Das in Blau sind das Weekly Pivots, beziehungsweise der Balken hier ist das CPR. Und bei dem Weekly CPR ist es so, die Leute, wo schon länger dabei sind, wissen das, dass dieses Weekly CPR zu über 90% angefahren wird. So, das heißt, die Chance ist 9 zu 1. Ja, dass das Ding hier noch mal diese Woche runterkommt auf mindestens 62.800, bevor es dann wirklich den 70.000er Bereich dann erreichen möchte. Ja, jetzt sage ich aber ein Aber. Ihr seht im Moment fehlt mir Support an der Weekly R1. Denn er kann auch durchziehen. Dann sind die Leute, wo direkt sein, sind natürlich im Vorteil, nehmen die schöne Bewegung mit. Ja, nichtsdestotrotz. Er kann jetzt, es ist ja nicht mehr viel im Prinzip, ja, bis zum 70.000er Bereich oder bis zum 71.000 Dollar. Wenn er da oben ist, muss man immer noch mit einer Korrektur auf dieses CPR, Weekly CPR rechnen. Wie gesagt, die Chance steht bei über 90%, dass er diese Woche mindestens diese obere Linie, das ist das TC dieses CPRs, anfährt. Ja, jetzt gehen wir ganz kurz zurück und schauen uns an, wo etwa die 62.800 wären. Sollte er hier jetzt hier nochmal eine Bewegung runter machen, um einen Retest zu machen, 62.800, das wäre etwa dieser Bereich. Das ist möglich, Leute. Ja, darauf soll man sich einstellen, dass es hier nicht unbedingt in einem Ruck hochgehen sollte auf die 70, 71, 72.000 Dollar. Ja, und hier wäre wieder ein schöner Punkt, um wenn man noch hier drin wäre, wenn ich jetzt noch hier drin wäre, dann wäre das ein schöner Einstieg, beziehungsweise ja, man kann auch, wenn man schon drin ist, ein bisschen Profite nehmen, ja, und warten, bis es vielleicht wieder runter geht. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen und hier vielleicht nochmal vergrößern, wenn der Retest natürlich positiv ausfällt. Ich persönlich gehe aber davon aus, weil das Weekly CPR wirklich ein starker Support ist. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Und das Ziel, wisst ihr, ist da oben. Das Test ist bei etwa 21.000 Dollar. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz zu den Pivots. Und da wären wir genau bei dem Monthly R1. Ja. Und dann muss man sehen, was er da oben macht. Ja, da gucke ich, wenn es soweit ist. So, das war es eigentlich schon zu Bitcoin. Ganz knackig und schnell. Wenn ihr Lust habt, TA zu erlernen, hier sind wir im Discord-Bereich von der Bull vs. Bears Akademie. Hier habe ich zum Beispiel in meinem Bereich ein MKR-Long offen und wir sind im Moment, ich glaube vorhin waren es über 10, 11, 12% sind wir jetzt im Plus. Ich habe schon auch schon entschieden, dass ich hier schon 30% rausnehme und der Trade läuft weiter. Das Stop-Loss ist auf Einstieg. Ja, also es kann überhaupt nichts mehr passieren. Kohle ist schon mitgenommen und so sieht zum Beispiel ein Setup von mir aus, was ich auch trade. Also alles, was Setup ist, trade ich beziehungsweise auch mein Kollege Kevin, tun wir persönlich auch trade und geben immer Infos, was wir machen. Das sind im Prinzip unsere Vorgehensweisen. Dann gibt es natürlich noch jetzt die technische Analysen allgemein ohne Setups, aber wo man einsteigen könnte und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert,
natürlich auch die technische Analyse zu erlernen, dann schreibt mich einfach per Telegram an. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung drin. Kommen wir ganz kurz zu Ethereum. Ich sagte im letzten Video hier in diesem Bereich, war das glaube ich, dass ich denke, dass er hier den oberen Bereich nochmal anfährt, ein neues All-Time-High macht und oben den Kanal nochmal anfährt, bevor man dann entscheiden muss, was wirklich passiert, weil bevor mir hier im größeren, ganz kurz, ein, oh, das ist doch ein netter Logarithmus-Chart, so, jetzt sieht es besser aus, ein mögliches Rising Wedge, was natürlich eher bearish ist, aber wir sind jetzt noch in kleinen Zeiteinheiten drin und da sieht es so aus, dass er erstmal hier am 1272er Fibonacci Support gefunden hat. Ja, ich gehe persönlich trotzdem davon aus, dass wir hier oben nochmal irgendwie da dran kommen. Wenn jemand hier unten eine Long mitgenommen hat, Glückwunsch. Ja, das wären jetzt im Moment, ich glaube hier war das, wo ich es gecallt habe, bin mir ganz sicher, wären jetzt im Moment schon 8% gewesen. Super eigentlich, ja. Ich persönlich habe es nicht mitgenommen. Ich habe mein Risk Management und da kann ich natürlich nicht in jedem Trade drin sein, das ist natürlich klar. Und ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er hier oben, also das 1,618, da kann er auf jeden Fall noch hier bei knapp 4.000 anfahren, bevor man dann gucken muss, was er hier oben an der Trennlinie dann macht. So Leute, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr ein Like da lasst, abonniert den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Des Weiteren, hier sind die Telegram-Gruppen, einfach hier einmal hier der Content-Only von mir und hier die, den Crypto-Talk, wo wir uns da zusammen austauschen können. Wie gesagt, wenn ihr TA lernen wollt, die Analysen von uns sehen wollen und die Setups, dann einfach mich per Telegram oder auch per E-Mail hier anschreiben. Überhaupt kein Problem. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann einfach hier bei Femex oder und FTX anmelden. Da würde mich sehr freuen. Ihr würdet den Kanal auf jeden Fall unterstützen. So, das war's für heute. Wirklich nicht lang gewesen, aber ich hoffe, euch hat es geholfen. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.